Servus und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play of Orcs and Men. Ich bin Marv und wir haben in der letzten Folge den einen Wachmeister da erledigt. Ganz alleine, heimlich sind wir durch die Gegend geschlichen und haben ihm einfach das Licht ausgeknipst. Die Folge war ein bisschen kürzer, dafür wird diese Folge, glaube ich, ein bisschen länger. So eine Minute oder zwei oder so. Und da wir jetzt durch sind, gehen wir gleich die nächste Mission an. Hallo? Sprechen? Ach, das ist der Falsche. Hier vorne steht er. Belohnung. Höre ich Belohnung? Brauchst du was? Belohnung? Belohnung? Du hast in den ganzen Waffenschränken nicht zufällig etwas Brauchbares gefunden. Nun, diese Waffen sind wertvoll, weißt du, und kosten uns eine Menge. Aber für euch machen wir eine Ausnahme. Ich verstehe. Wie großzügig. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Händler gefunden, den ich in der letzten Folge irgendwie nicht wahrgenommen habe. So, schau mal hier. Intelligenz, Energie brauche ich nicht. Weder das eine noch das andere. Ich könnte die Auswahl... Oh, die sehen ja richtig gut aus. Ich glaube, ich verkaufe erstmal, was ich hier habe. Oder? Habe ich hier noch was? So, 4, 14... Die Scarlet Tunica hatte ich, glaube ich, am Anfang. Oder? Schon wieder ein Weilchen her. Aber egal, wir hauen sie weg. Komm, weg damit. Handschuhe, da und da. Steine ausweichen. Brauche ich nicht. Beweglichkeit brauche ich auch nicht. Warte mal, Beweglichkeit macht doch... Den lasse ich nochmal drin. Schauen wir schnell bei Ark. Schaden 8. Achso, warte, hier. Schaden 8, Energie 3. Gar nicht verkehrt. Was habe ich noch an Waffen? Schaden 7, Abwehr 5. Schaden 9, Schaden 8, kritische Treffer 3. Das kann ich mich eigentlich nur optisch umentscheiden, weil wenn ich alle Sachen weiterschmiede, dann der macht wahrscheinlich am meisten Schaden. Oder kann ich auch noch den blutbespritzten Prügel verbessern? Nee, kann ich nicht. Okay. Nehme ich den Hammer, nehme ich den. Schaden 8, Energie 3. Und der macht Schaden 8, kritische Treffer 3. Ja, Energie brauche ich nicht so. Dann verkaufe ich den. Und den. Und ja, den lasse ich nochmal, bevor ich den jetzt hier verbessert habe. Was? Warum habe ich denn die ausgerüstet, wenn ich die dabei habe? Herr Marv, was ist denn da los? Was ist denn da los? Funktioniert das etwa so? Nein, so funktioniert es nicht. Also, wir verbessern jetzt erstmal hier das Teil. Schaden 8, Energie. Schaden 13. Kritische Treffer 3, finde ich gut. So, den. Ach, das ist die bessere, die ich noch nicht verbessert habe. Schau mal, wenn ich die jetzt verbessere, macht sie sogar 16. Sehr gut. So, dann verkaufe ich jetzt hier den hier. Der kommt weg. Bam, bam, bam. Okay, den verkaufe ich auch. Brauche ich ja nicht. Jetzt habe ich Doppelpein. Und Styxinator. Problemlöser sind aktiviert. Vampirfänger. Schere. Aber wir können auch die Ausweider kaufen. Die haben Schaden 6, Ausweichen 5. Schere hat Schaden 5. Schaden 7. Die Vampirfänge nehme ich. Und die Vampirfänge bohre ich jetzt sogar auf. Zack. Schau mal, Schaden 12. Sehr schön. Dann haue ich die nämlich weg. Die Problemlöser und die Schere auch. Habe jetzt die Vampirfänge ausgerüstet. Aber alles andere ist soweit also verbessert, da wollte ich noch mal gucken. Sonst noch was? Nö, das passt schon. Wir kommen später wieder. Genau. Jetzt will ich erst mal gucken. Was die Fähigkeiten noch mal machen. Ne, da, Attribute. Beweglichkeit beeinflusst die Chance, einen kritischen Treffer zu landen und eine physische Attacke auszuweichen oder sie abzuwehren. Na, dann bleibt das alte an Inventar... Dings... Was rede ich? Die alte
Was ist denn das eigentlich? Ein Kopfteil. Fiole mit Menschenblut bleibt auf jeden Fall aktiviert. Und wir können jetzt hier noch die andere Waffe verkaufen. Ich verstehe nicht ganz, warum da abgemacht steht und nicht handeln. Weil wenn da handeln stehen würde, würde ich es ja verstehen. Du hast in den ganzen Waffenschränken. Nun. Genau. Handeln, handeln. Würde das da irgendwie stehen, könnte ich natürlich auch direkt drauf kommen. Wäre ich auch in der letzten Folge drauf gekommen, wo ich ihn gesucht habe. Aber das ging leider nicht. So, Inventar ist leer. Neue Waffe haben wir. So muss es weitergehen. Ja, wir gehen jetzt los. Es wird Zeit, den Hauptmeister zu finden. Führst du uns? Wenn du willst. Nun, da Styx die Speer ausgeschaltet hat, ist alles in Ordnung. Ja, dann nicht so lange rumstehen. Genau hinter dir. Da steht er schon. Ach nee, das sind seine Handlanger noch. Okay, dort hinter der Brücke sind die Quartiere des Meisters. Soll ich die beiden dort drüben erledigen? Nein, das mache ich. Ich werde mit ihnen reden. Versuch nicht aufzufallen. Hallo. Der Sieger! In Fleisch und Blut, Bruder. Der Hauptmeister hier? Ja, aber Gorkasch sieht zu dieser Zeit niemanden. Selbst dich nicht. Du kannst nicht bleiben. Hast du verstanden? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde und nimm deinen Hund mit. Ha, das mag ich. Gibt es keinen Hintern eines Menschen zu küssen, damit du dich an deinen Platz in der Nahrungskette erinnerst? Touché. Du sprichst, Rakash? Was denkst du? Ja, ich kann sprechen. Und schon seit einiger Zeit. Du warst nicht mal eine Kaulquappe, als ich deiner Mutter etwas ins Ohr hätte ich ihm eine verpasst. Styx. Du kannst nicht still sein, oder? Ich zeig's dir. Erledigt er ihn gleich. Er hat ihn nur K.O. geschlagen und der andere wird gleich gemeuchelt. So hältst du deinen Mund? Ja, der kleine Styx. Er kann einfach nicht die Klappe halten, das geht nicht. Es ist wie so ein Zwang, immer sprechen zu müssen, glaube ich, den er hat. Schauen wir mal auf die Karte. Und da hinten kann irgendwas sein. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier noch ein bisschen was in der Folge schaffen. Und wenn wir drauf loslaufen. So, die beiden Kollegen. Oh, da sind gleich noch zwei mehr. Mal gucken, wer wie viele Lebenspunkte hat. 60. 60, 20. Muss auf jeden Fall die 60er ausschalten. Komm schon. Meuchel. Sauber. Sehr gut. Ich find's ja irgendwie blöd, jetzt hier gegen andere Orks kämpfen zu müssen. Aber da komme ich jetzt nicht drum herum. Es ist ein bisschen blöde von denen gewesen, dass die sich getrennt haben. Aber wer rechnet denn damit, wenn man hier schon auf Patrouille ist? Wer soll denn damit rechnen, dass da so ein kleiner Goblin vorbeikommt, der auch noch sprechen kann? Und verdammt gut im Meucheln ist. Das haben wir in der letzten Folge schon gesehen, dass der Styx da auf jeden Fall einiges drauf hat. Und das ist in dieser Folge ja nun nicht anders. So, und hier, du kannst gleich mal anstürmen. Zack. Sauber. Schnell und schmerzlos wie immer. Es war ganz gut, dass ich da jetzt nicht gleich so wie wild um die Ecke gepäst bin. So, da hinten könnte auch noch was sein. Warte mal hier, Aki. Ich glaube, jetzt kommen wir an die Stelle. Genau, wenn ich da links rumgehe, kann ich da noch ein paar Items finden, eventuell. So, da sind zwei.
Da ist einer. Da ist noch einer. Oh, das sind fünf. Das ist eine ganze Menge. Die kann ich nicht alle auf einmal erledigen. Gehen sie jetzt alle hin? Ah. Wehe, du holst mir den Ark, ey. Wehe, 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 wehe. Komm, 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 Meuchel, Meuchel, Meuchel. Nein. Fuck. So viel dazu. Das hätte ja klappen können. Da war ich zu langsam. Ich habe nicht aufgepasst, dass der da jetzt hinrennt. Und gleich nochmal. Zack. So, jetzt die dicken Orklöcher sind hinter mir her. Das ist nicht gut. Arkheil kümmert sich bitte um den hier. Den da. Den und den. Und du kannst mal ein bisschen Wut freilassen. Ach nee, warte, das war der falsche. Hier, da. Wut minus 5 pro Sekunde. Und Dixie kümmert sich um den Orkwächter, der hier auf ihn zukommt. Einmal den. Und den danach. Gut ausgewichen. Okay. Der hat überhaupt keine Lust auf mich zu gehen, hier der andere. Dann machen wir einfach mal einen Orkfächer hier, den Klingenregen. Gut, der blutet. Suchen wir ihm noch eine mitzugeben. Hier hinten geht es nicht ganz so gut gerade. Mal ein bisschen auf schweren Angriff umschalten. So, und dann destabilisieren wir den. Okay, jetzt ist er verwirrt. Müssen wir ein bisschen normalen Angriff machen. Oh, Arkael ist betäubt. Das gibt richtig dick Wut. Na komm, Arkael, hau ihn jetzt um. Was ist denn das? Wie hält denn der aus? Jetzt kannst du dich um den kümmern. Na komm schon. Aber die sind eigentlich kein Problem. Jetzt durch die Waffenverbesserung. Warum habe ich ihn gerade einen Stock in der Hand? So. Ist mir gar nicht aufgefallen, hier mit dem Stock unterwegs, ey. Hab ich die richtig schön mit dem Stock vermöbelt. So, der sieht ihn gleich. Aber ich bin schneller. Verdammt. Ja, so viel dazu. Ich bin schneller. Das wäre gar keine schlechte Idee gewesen, jetzt hier irgendwie das zu skillen, dass man noch schneller unterwegs ist. Oh, der war gut. Und den und du machst den. Und nochmal. Komm schon. Oh, hi. Ja, jetzt will der wegstürmen und wir stürmen an und machen den und du machst die Rüstung irgendwie kleiner. Sehr schön. Die Musik ist gerade auch so ein bisschen komisch. Oh, das war's schon. Ich habe jetzt alle angelockt. So, Handschuhe des Assassinen. Das klingt doch etwas nach etwas, was ich gebrauchen könnte. Schadensreduktion 3, Stärke 5. Stärke 2. Die muss ich aufbessern. Und wenn ich die aufgebessert habe beim nächsten Mal, dann kann ich die auf jeden Fall verwenden. Jetzt im Moment bringen sie mir noch nichts, weil meine aktuellen Handschuhe einfach noch ein bisschen besser sind. Schauen, dass wir hier unten noch irgendwie weiterkommen. Aber gut, dass ich geguckt habe. Das wird auf jeden Fall uns noch gute Dienste erweisen, wenn wir dann ein bisschen später im Spiel dann wieder einen Händler treffen. Wo einfach nur abgemacht steht und ich einfach wissen muss, dass das ein Händler ist. Wie ich das wissen kann? Keine Ahnung. Das war knapp. Ja, das ist egal, wen ich ausschalte. Nehmen wir den. Wieso kriegt er das nicht mit?
Tja. Der schaut sogar so fast in die Richtung. Tja, das hat nichts gebracht. Ark lasse ich jetzt mal ein bisschen weiter hinten stehen, solange ich... kann ihn entweder führen oder verkaufen. Ja. Aber ich kann ihn nicht alleine lassen. Solange ich mich weiter bewegen kann, wollte ich sagen. So. Nochmal schauen, dass ich jetzt hier hinten irgendwie vielleicht noch einen erledige. Aber wie das ausgeht, ob ich hier noch einen erledige, ob ich entdeckt werde oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play of Orcs and Men mit Marv. Bis dahin, Servus.